Zwei Jahre lang haben wir nicht mehr Fasnacht machen. Jetzt dürfen wir es wieder. Das Wetter ist traumhaft gesehen, die letzten drei Tage. Die Stimmung speziell irgendwie. Denn auf der einen Seite dürfen wir uns freuen. Coronavirus ist verschwunden. Auf der anderen Seite Europa im Krieg. Wie fühlt sich das an? Und wie ist auch die Bilanz von den Leuten, die ein Restaurant haben? Zum Beispiel hier in der Safranzunft, wo wir die Sendung aufzeichnen. Über das haben wir reden, hier in diesem Podcast im Feuer oben Bier Spezial. Feuer oben Bier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Ich begrüße bei uns hier am Tisch einerseits der Alex Kaden, der Geschäftsführer, Chef von der Safranzunft. Ganz herzlich willkommen, merci für die Zeit im ganzen Trubel. Es freut mich riesig, herzlich willkommen auch. Dann ist von der Redaktion unsere grosse Fasnächtlerin am Tisch. Selbstverständlich im Kostüm nimmt sich extra Zeit, eine Auszeit, um mit uns eine Bilanz zu ziehen über die Fasnacht. Hallo Melina. Hallo zusammen. Und dann ist Anja dabei, die intensiv die Laternenausstellung angeschaut hat und hier Bilanz kann ziehen. Mein Name ist Christian Keller. Alex, Fasnacht nach zwei Jahren Pause. Deine Bilanz, wie ist es gelaufen, wie ist die Stimmung bei den Leuten? Stimmen die Geschäftszahlen? Die Stimmung ist sensationell. Man merkt, jeder hat Lust gehabt, es hat alle gefehlt, den Aktiven, aber auch den Zuschauern, die wirklich auch in die Stadt reingeflossen sind, das Wetter hat gestimmt. Und wir haben wieder gelernt zu segeln. Also wir haben jetzt zwei Jahre lang so grosse Anlässe eigentlich nicht dürfen durchführen und plötzlich und in sehr kurzer Zeit haben wir das dürfen organisieren und ja, es hat sich geklopft, aber das ist ja schön. Also es hat schon mit dem Morgenstreich angefangen, wo wahnsinnig gut war. Es ist ja eigentlich eine spezielle Zeit. Eigentlich haben wir eine riesen Freude, wir dürfen wieder Fasnacht machen. Auf der anderen Seite sind es sehr ernste Zeiten in Europa. Was hast du für eine Stimmung erlebt bei den Leuten? Das ist wahr. Das hat man eigentlich auch mit sehr viel Respekt auch immer gehört von gewissen Schnitzelbänken, die unterdessen auch Bänke geschrieben haben. Oder einfach so zum Beispiel der Spitzbub hat einfach einen Vers, den er am Schluss noch bringt. Und auch auf das darauf aufmerksam macht. Also es ist da, man merkt aber teilweise, wird es auch ein bisschen vergessen in der Fasnachtsfreude, aber trotzdem schlussendlich ist es ein Thema, wo an jedem Ecken auch besprochen wird. Also hast du auch oft mit den Leuten darüber geredet? So. Ja, es ist eigentlich wirklich zuerst, sagt der Gast, wie toll es ist, dass man wieder Fasnacht machen darf, aber es ist allen bewusst, dass das aus vielen Gründen nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, umso mehr wird es geschätzt und es hat auch ein paar kritische Vers, Stimmen und Sujets, wo unterdessen auch indirekt auf das anspielen. Melina, wie ist es zum Fasnacht machen in dieser Zeit? Also, ich muss sagen, ich habe schon, also man vergisst es wirklich, weil ich habe seit drei Tagen nicht mehr aufs Handy geschaut, also nicht mehr die Nachrichten angeschaut und dann geht es ein bisschen unter. Aber wenn man dann wieder einen Klick sieht, wo es wieder aufgegriffen ein bisschen vorne sieht, dann denkt man wieder kurz dran. Wir haben auch beim Laternen-Einpfiff noch eine Schweigeminute gehabt, also quasi, dass man noch einmal noch ruhig ist vor der Fasnacht und dann geht es los. Ich glaube, das macht jeder so ein bisschen mit sich selber aus. Aber sonst ist eigentlich die Freude gleich da. Es ist einfach ein bisschen surreal, aber ich glaube allgemein wegen Corona so. Ich habe manchmal gedacht, hey, es ist wirklich Fasnacht. So. Aber ja, sonst ist es nicht gross anders wie in anderen Jahren. Anja, wie hast du die Fasnacht erlebt? Was ist deine Bilanz? Ich finde es sehr, sehr schön. Also ich habe das Gefühl, auch dadurch, dass ein bisschen weniger Leute doch unterwegs sind als in anderen Jahren, habe ich zumindest das Gefühl, ist es auch ein bisschen, sieht man auch die anderen Leute ein bisschen mehr, man sieht wirklich die Freude, alle haben Spass, natürlich auch mit dieser Ernsthaftigkeit im Hintergrund, aber also es ist eine Freude. Also jetzt auch heute am Mittwoch ist das Wetter traumhaft gewesen, man hat sich nicht schön erinnert. Aber ich frage mich, sind es wirklich weniger Leute? Also Alex, wie hast du es erlebt? Von der Auslastung, wenn du es vergleichst mit anderen Jahren? Ja, also ich glaube, es hat schon weniger Leute. Speziell so ein bisschen später zu oben oder so eben in die frühen Morgenstunden merkt man dann schon, dass es so auf der harten Fasnachtskern geht. Und die schauen, sind vielleicht am Montag. Ich habe schon ein paar gesehen, die haben gesagt, wir gehen am Montag und am Dienstag und am Mittwoch gehen wir auf die Skipiste. Also es ist gut besucht hat aber doch, ich glaube, man merkt schlussendlich, der Fasnachtskern, der am Schluss dieser Fasnacht wirklich treu bleibt. Aber hast du im Vergleich zu anderen Jahren
mehr Leute gehabt, weniger Leute in der Safran-Zunft jetzt? Wir haben eigentlich das Glück, dass wir mehr oder weniger die gleiche Anzahl Personen haben dürfen, willkommen heißen. Was wir gesehen haben, es hat Corona-bedingt doch ab und zu noch Änderungen gegeben oder ein Ticket weniger für die Schnitzelbank oder halt das Übliche, wo wir uns unterdessen gewohnt sind, dass man halt das sich ein bisschen anpasst. Aber man muss sagen, also wenn man es nicht weiß, dass es Corona mal gegeben hat, es ist weg. Ja, es ist also es ist auf der einen Seite weg und dann hat es natürlich die Schnitzelbank, wo das fast jeden aufgreift und auf einmal wieder darauf aufmerksam macht. Wir schauen schon, wir lüften mehr, wir machen ein bisschen mehr auf, aber es ist also nicht das Number-One-Thema. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt verantwortungslos ist. Hat man nicht, oder? Ich habe jetzt niemand da, der Angst hat und sagt, ja, ich riskiere es halt jetzt. Ich glaube, die sind gar nicht da. Ja, die bleiben. Das sind ja dann vielleicht die Leute, die es jetzt weniger hat, die doch noch ein bisschen vorsichtiger sind, daheim bleiben. Ja, oder und jetzt einfach wirklich zum Glück, das Wetter ist sensationell. Also ein grosser Teil von der Fasnacht spielt wirklich momentan auf Dutzend statt. Also der Marktplatz ist gestern oben voll gewesen. Und das ist eigentlich auch, das hat man eigentlich auch wollen, ursprünglich, oder so, mit dieser ganzen Planung, dass die Fasnacht primär draußen stattfindet. Und wegen dem sind ja auch die ganzen Stände erlaubt worden und wieder die ganzen Außenstellplätze. Also das ist schon ein riesen Vorteil, dass das Wetter stimmt. Noch eine Frage an dich, Alex, du musst nachher gehen. Dein Sohn ist am Einstehen, da wollen wir nicht die Schulzeit oder in den Sport kommst. Das will ich noch schnell sehen. Du bist ja auch im Vorstand vom Wirtenverband. Ja. Wie wichtig ist die Fasnacht für die Gastronomie in Basel? Die ist unwahrscheinlich wichtig. Also wir sind sehr, sehr dankbar. Wir haben harte Zeiten durchgemacht durchgehabt auch. Und die Fasnacht ist für viele essentiell. Also da wird sehr viel geschafft und sehr viel erwirtschaftet. Das ist ganz, ganz, ganz toll, dass das zustande gekommen ist. Das gibt jetzt auch Liquidität, oder? Also das ist für Betriebe extrem wichtig, Wirtschaft. Genau, also das ist, man fährt wirklich wieder mal davon, schöne Umsatz generieren und wir haben Rechnungen, die wir zahlen wollen und das hilft auf jeden Fall. Gut, dann sind wir froh, dass du unsere Rechnungen für die Werbung auch hast. Das sehen wir dann noch. Mal schauen, wer für das Bier zahlt. Ja. Ich bedanke mich. Ich danke dir. Ciao. Ich zusammen. Noch. Gut, dann reden wir im zweiten Teil von dieser Sendung doch jetzt mal auch so über den künstlerischen Aspekt. Melina, was hast du an Sujets gesehen? Was hat dich beeindruckt? Was hat dir gefallen? Hat es Leuchttürme gegeben, wo du dich noch lange wirst daran erinnern? Ja, lustigerweise, wenn ich an der Fasnacht selber nehme, ich praktisch gar nicht wahr. Also, man hat gerade eins im Kopf von der Baselbeppe. Ich glaube, sie spielen auf die für alle an. Da waren alle im Regenbogenkostüm. Und es ist sehr auffällig. Also, es ist immer bei der Beppe so, die haben ein sehr auffälliges Kostüm. Und alles andere, muss ich sagen, nehme ich an diesen drei Tagen nicht wahr. Weil ich schaue ja auch Tele Basel nicht oder so. Und keine Ahnung, bist du da draußen, aber du bist speicherst in deiner eigenen Welt ab. Jetzt. Ja, das ist wirklich so. Ich habe keine Ahnung, was die anderen machen. Und die eigene Glicke. Also, was habe ich noch gesehen? Ja, ABBA habe ich mal auf einer Laterne, oder? Aber du schaust den Zug nicht wirklich an, weil du schaust halt gerade aus beim Laufen. Ja, beim Sitzen bist du so. Das ist wie eine eigene Welt. Das ist. Also ich glaube, es ist allgemein so. Ich habe jetzt auch den Eindruck, dass oftmals vielleicht gar nicht der richtige Sujet da ist, oder? Ja, das Klicken eher ein bisschen chaotisch umeinander laufen als sonst. Das ist alles ein bisschen unplanter als in anderen Jahren. Aber das ist auch, ich finde das noch schön. Es ist ein ganz anderes Gefühl dieses Jahr. Mhm. Ja, das ist vor allem, ich habe es am Montag gemerkt, ich habe den Garten, das ist nicht also das, was ich am wenigsten gerne habe an der Phase, weil es so strikt ist und du stehst schon viel im Stau. Am Montag habe ich einmal gedacht, jetzt wäre es schön, wenn man Garten hatte, weil du weißt genau, wo du durchlaufst. Ich meine, war ich so Stiel auf dem Rücken und dann bin ich so, läuft es vor, da sind alle an mir irgendwie hängen geblieben, haben mich so hinten abgezogen. Und dann dachte ich, okay, jetzt wäre es schön, wenn wir ein bisschen mehr Platz hätten. Aber es war ein kurzer Moment, jetzt sind wir zweimal gestanden. Aber auf das geht, also ich habe es schlimmer zu erwartet, vom Durcheinander her. Was haben die für ein Sujet? Welche Klicken? Das heisst «Hä?», «Netzteil klicken». Und es geht auch so ein bisschen ums Corona-Bier war. Auf der Laterne ist so der Pestdoktor, der eigentlich einen Graben in die Gesellschaft grabt. Auf der einen Seite das Corona gegen, auf der anderen Seite die, ja, die Maßnahmen befürworten, sozusagen, die einander gegenüberstehen. Aber es ist innerhalb von zwei Wochen entstanden, das Sujet, und wir haben die Laterne im letzten Moment noch fertig gemacht. Das fällt mir generell auf. Also ich bin ja nicht Experte in dem Thema, aber ich habe generell den Eindruck, dass die Laternen nicht sehr komplex sind oft, wenn man es so sagen kann. Also man merkt, die sind wirklich last minute entstanden. Irgendwo
hat man noch in der letzten Sekunde den Fahrbahnstrich gemacht. Man hat gewartet bis zum letzten Moment. Also wir haben sie gar nicht gemalt. Wir haben alles kleine Coronaviren ausgeschnitten und aufgeklebt. Wegen dem ist einfach die Hälfte von der Laterne weiss. Okay. Ist gerade Bier serviert worden? Jawohl. Und ja, aber es ist in der Mitte, der Pestdoktor ist alles aufgeklebt und auf der anderen Seite ist ein grosses Fragezeichen. Der Rest ist weiss. Auf der Seite noch ein bisschen Wettsteig liegen, steht noch drauf, aber der Rest ist alles nicht gemalt. Und noch mit der Folie eingewickelt, so ein bisschen. Also man hat es ja an der Laternenausstellung gesehen. Ich bin am Montag so oben da gesehen, wo noch nicht ganz alle gestanden sind, aber auch dort sind doch einige drunter gesehen, die auch ein bisschen unfertig teilweise ausgesehen haben. Also wo wie skizziert gewesen sind und nicht alles komplett ausgemalt. Von dem her, ich glaube schon, dass das viele jetzt noch so Last-Minute-Aktionen gemacht haben. Du hast gesagt, du hast an der Laternenausstellung gesehen, welche Themen haben dominiert? Und hast du gefunden kreativ oder hast du gefunden Durchschnitt? Oder? Es sind halt, also was man sagen ist, dass viele noch aus dem 2020 sind. Also viele Glicken haben hier einfach die alte genommen, vielleicht noch updated, also dann irgendwie 2020 durchgestrichen und 22 angeschrieben. Unter dem Strich, glaube ich, hat aber schon Corona dominiert. Allerdings nicht so offensichtlich, dass jetzt irgendwie Masken gemalt worden sind oder so Viren oder sonst etwas. Sondern ich denke, Klicken sind ein bisschen kreativer damit umgegangen und dann hast du eine Wackis beim Zoom-Call gesehen oder sonst. Und ich glaube, mehr so ein bisschen das Gefühl von, die Fasnacht wird der Virus vertreiben und wir machen jetzt weiter. Mhm. So ein bisschen das Weitermachen nach dieser ganzen Geschichte ist ein bisschen im Vordergrund gestanden. Ja, und eben, dann haben wir noch das ABBA-Revival, hat man lustigerweise gerade vierfach gesehen. Oder irgendwie der Phönix, der wieder aufsteht von der Asche, der natürlich genau so mit Corona und all dem im Zusammenhang steht. Also das hat man nicht mehr gesehen. Ja, man hat aber das Gefühl, wenn man jetzt draußen auf der Straße ist, dass die Phase noch gar nicht weg ist. Ja, ich spüre es schon. Einerseits körperlich, ist nicht mehr so gewohnt, andererseits ist es auch, also weil ich als ein paar Mal denke, irgendwie ist es komisch. Also es war wieder ein anderes Gefühl. Aber natürlich, wir haben es verlernt, haben wir es nicht. Das ist auch eine Gefühlphase nach. Also es klingt jetzt auch nicht schief oder sonst? Nein, es klingt sehr schief. Also, ja, für uns klingt es aber immer schief, das ist das Gute. Heute also, Mittwoch hat es schon deutlich besser klingt wie am Montag Morgen. Habe ich ein Gefühl gehabt. Melina, was kannst du uns erzählen? Du bist eine aktive Fasnachterin. Was bleibt für dich von dieser Fasnacht? Wenn du mal deine Grosskinder wirst erzählen, ja, damals im Jahr 2022, wo wir dann eine Fasnacht machen, was wird es denn sein, was du wirst erzählen? Super Stimmung, wunderschönes Wetter. Also, weil ich am Ende zu oben ein bisschen kalt war, aber dann ziehst du vielleicht mehr an und dann ist es auch schon gut. Also, das Wetter ist vielleicht super. Ja. Und wenn dich dann jemand fragt, aber das ist doch Krieg in Europa und die haben dann Fasnacht gemacht, was sagst du denn? Ja, ich habe das Gefühl, man geht da gut mit dem um. Also, es ist, es taucht immer wieder auf. Es ist immer ein bisschen in den Köpfen, aber gleich hat man auch die Freude an der Phase. Und ich glaube, das ist wichtig. Die Phase ist aber auch da für die kritischen Themen. Und das geht nicht ganz unter. Und ich glaube, das kommt alles gut miteinander raus so in dem Moment. Weil die Fasnacht eigentlich zum Teil auch eine sehr ernste Sache ist, muss man auch sagen. Das ist so, immer falsch verstanden. Es ist nicht einfach ein Volksfest wie irgendwo in Köln oder in Luzern, wo man sich das Gesicht noch anmalt, sondern da geht es auch wirklich um ernste Themen. Anja, was ist deine Bilanz? Man sieht es überall immer wieder Solidaritätsbekundungen auch, oder auch bei der Schnitzelbank oder selbst auf der Laterne habe ich noch Sprüche gesehen, die sie irgendwie wirklich in letzter Minute in dem Fall noch aufgeschrieben haben. Also ich glaube, die Leute haben das im Hinterkopf und klar, man ist jetzt einfach mal fröhlich und froh, dass man wieder auf die Straße kann. Ich glaube, unterm Strich sind die Leute einfach froh, sie können jetzt mal das Schwierige hinter sich lassen, mit dem Ganzen, was doch noch da ist, aber jetzt einfach mal den Tag genießen. Ja, und ich glaube, es ist auch dringend nötig gewesen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also nochmal ein Jahr, das war nicht gut gewesen, oder? Nein, es war schon ein paar Mal das Thema, für das Kind einfach schwierig, oder? Die hatten so Freude gehabt, am Morgen streicheln. Wir haben immer ein Gottenkind an der Phase nach den Glicken. Und ich habe zuerst mal den Trommel am Morgen streicheln, also an der Phase allgemein. Und er hat so eine Freude gesagt, das ist das Beste, was es gibt. Und so. Und das macht einfach, das ist einfach schön zu sehen. Oder? Und ich glaube,
Es haben jetzt in diesen zwei Jahren auch bei uns ein paar jetzt aufgehört, weil sie einfach nicht mehr mögen, auch kurz vor der Phase, was ich nicht verstanden habe. Und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Schub nochmal, dass sie dranbleiben. Weil ein weiteres Jahr, da hat die, gerade für uns, ihre junge Garde, die relativ klein ist im Moment, das sehr schwierig geworden. Gut, dann schauen wir doch positiv in die Zukunft. Vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, dass du hierher gekommen bist. Eigentlich hast du ja Ferien. Wir warten dich nächste Woche wieder auf der Redaktion. Ja. Fit und munter, gut erholt. Ja, das kann ich nicht versprechen, aber munter auf jeden Fall. Danke für das gute Gespräch. Und wir wünschen allen, die zugelassen haben, noch eine wunderbare Zeit, eine gute Erholung von der Fasnacht. Salut zusammen. Für Obenbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.